Also nochmal danke für die tollen Vorträge. Uns war klar, dass das Thema persönliche Komponenten hat, mal mehr, mal weniger. Und das ist aber auch eine Ebene, die uns interessiert hat. Also uns interessiert das Thema mit für eure Generation, die ihr die Kinder oder vielleicht sogar die Enkel, aber eher die Kinder dieser Zeit seid und die Auseinandersetzung, Reflexion genau damit und dass es eine persönliche Ebene hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich glaube, die habt ihr toll rausgestrichen, die auch so meandriert zwischen einer Nähe und einer Distanzierung, aber ich denke, das ist das, was ich gerade anschneiden wollte mit dieser Begrifflichkeit. Also als wir das Thema geöffnet haben, ist sofort eigentlich die Frage gekommen, inwiefern dieser Begriff eigentlich Gültigkeit hat. Weil, ich glaube, Alex, du hast es in deinem Vortrag gesagt, die Themen, die wir mit dem postmodernen Diskurs verbinden, sind nicht dort erfunden oder zum ersten Mal aufs Tapet gebracht worden, sondern sie sind wieder etabliert worden und es geht letzten Endes, je länger uns wir mit der Postmoderne beschäftigt haben und der Frage davon, inwieweit sie ein Bruch mit der Moderne stattfindet, sind wir auf Kontinuitäten und Loops und Adaptionen von Themen gestoßen, weswegen wir uns dann auch gefragt haben, ob man nicht vielmehr die Zeit zum Beispiel der 80er betrachten sollte und diesen Begriff vermeiden. Und wir waren eine Zeit lang drauf und dran, den Begriff zu vermeiden, haben uns dann doch dagegen entschieden, weil doch mit dem Begriff auch gewisse Konzepte und Strategien und aber auch formale Sachen verbunden sind, die für uns einen Wert ausdrücken. Und in dem Moment, wenn wir die umschifft hätten, glaube ich, wie die in Frage gestellt hatten, was wir nicht wollten. Aber diese Unsicherheit, inwieweit die Postmoderne ein Bruch mit der Moderne darstellt oder eigentlich eine Auseinandersetzung, eine Korrektur, eine Modifikation, eine Erweiterung, das ist eigentlich ein Nachdenken, was noch nicht abgeschlossen ist. Und wir haben aber gleich den Begriff drin behalten. Was ich gleich am Anfang fragen wollte, was in allen euren Auseinandersetzungen, Arbeiten, so unterschiedlich sie auch in der spezifischen Fragestellung sind, immer wieder auftaucht, ist, glaube ich, die Frage, ein Spannungsfeld von dem Individuellen zur Frage vom Allgemeingültigen, also von der Kultur. Und die Frage, die ein bisschen so im Raum steht und die für mich noch nicht ganz klar ist, und das würde ich gleich euch gerne als erste Frage übergeben, ist, wie ihr dieses Verhältnis in eurer Architektur und auch rückblickend auf die 80er die Frage vom Individuellen zu dem Allgemeingültigen. Also Florian, du hast den Kontextbegriff genannt, oder? Und das ist sicherlich die Frage, inwieweit ist die Auseinandersetzung und die Anlehnung an einen Kontext, wie weit geht die und wann, in welchen Bereichen ist sie wichtig und wann geht es um das Individuelle? Wem darf ich das geben? Der Begriff Kontext für uns hat für uns eine ganz andere Bedeutung, als vielleicht er allgemein oft verwendet wird und vielleicht eher so wie Florian ihn auch verwandt hat. Ihr habt einen Kontext beschrieben, den Kontext eurer Arbeit, der vielmehr ein kultureller Kontext ist, ein vorgestellter Kontext, ein kultureller Raum. Und wir sehen, in unserer Arbeit ist der Kontext unserer Architektur, auch wirklich der Gebäude, ist ein physischer, der Ort, der konkrete Ort, aber er ist zugleich ein kultureller Kontext, der gewählt ist. Also wir finden, dass Häuser, und wir machen Häuser, sprechen mit den Häusern der Umgebung, aber sie sprechen auch mit allen anderen Häusern, die jemals existierten und an die wir uns erinnern können. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine zutiefst postmoderne Haltung ist, dass man die Zeichen und die Dinge alle versammelt zugleich und nicht sozusagen auf einer vorgestellten Ebene und dass es keine
dass nicht die physische Präsenz eines Dinges dominiert, sondern sozusagen die Vorstellung aller Dinge, die Gleichzeitigkeit aller Dinge und die gleichzeitige Präsenz aller Dinge möglich erscheint. Ja, bei uns ist das Verhältnis zur Postmoderne nicht ganz so klar. Und eigentlich möchte ich direkt auf das antworten, was Jörg gesagt hat, und zwar das Verhältnis von Subjektivität und Objektivität. Und das beschreibt eigentlich recht gut unser Verhältnis, zumindest mein Verhältnis zur Postmoderne, oder? In den 80ern aufgewachsen und natürlich erst eine enorme Faszination für die Postmoderne. Mario Botta war sozusagen ein Held, und wenn man als Teenager einen Schrank gebaut hat, dann hat man den wie einen Tempel gebaut, und dann mit der Zeit wie entdeckt, ja, okay, wo führt das hin? Und dann die absolute Abneigung, oder? Die Suche nach einer Regel, nach etwas, was gültiger ist, was jetzt wegkommt von diesem Geschmäcklerischen, wo man ja irgendwie auch das Gefühl hatte, ja, es ist anything goes, da haben die Maßstäbe gefehlt, oder? Das ist wie so eine persönliche Erfahrung zur Postmoderne. Und im Vorfeld, Alex hat es schon erzählt, dass wir ein rechtes Unbehagen hatten, hierher zu kommen. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht kleiner geworden, oder? Du hast uns hier als die jungen Wilden vorgestellt, und davon habe ich jetzt gar nichts gemerkt, muss ich zugeben. Also. Und insofern ist die Frage, die 80er waren für mich auch das Zeitalter, wo alle Protagonisten, die hier zitiert wurden, also Nouvelle, Jacques und Rehm, die haben ja die Postmoderne alle überwunden, oder? Und auch eine herbe Kritik an Venturi, der heute hier fast so vergöttert wurde, weil ich finde, das, was er verlangt hat, oder? In den 60er Jahren, Architektur, ich will eine Architektur, die komplex und Widersprüche hat. Das war natürlich ein Angriff oder eine Reaktion auf den Dogmatismus und die Nüchternheit und die Trostlosigkeit der Architektur der 50er und 60er Jahre. Aber heute finde ich das fast haltlos, weil... Aber das stimmt doch gar nicht. Nein, aber warte mal. Ich finde das haltlos, weil eine Architektur, lass mich kurz fertig machen, dann darfst du reinhauen, aber eine Architektur kann auch einfach sein, die muss nicht komplex sein. Das ist wie wenn man sagt, ja, quietschfidel wie ein Blaufink, aber ein Blaufink ist nicht quietschfidel, oder er ist quietschfidel, wenn er fröhlich ist, und traurig, wenn er traurig ist. Und Architektur kann auch einfach sein, oder? Also es ist nicht so, dass das so sein muss. Jetzt bist du dran. Unsere Sicht der Wirklichkeit ist total dem entgegengesetzt. Wir finden, dass die architektonische Produktion nicht nur einfach, sondern unglaublich arm geworden ist. Und dass, ja, welche? Die heutige? Die heutige, die uns umgibt in diesem Land. In diesem Land. Ja. Und wenn ich wenn ich einen Roman lese, den ich liebe, dann zeigt der die ganze menschliche Tragödie mit allen Widersprüchen und allen Zwischentönen. Und ich möchte Häuser sehen, die mich genauso berühren und genauso widersprüchlich und fein und vielschichtig sind, wie die Romane, die ich schätze. Und ich finde, das fehlt völlig. Es gibt im Moment ein intellektuelles Vakuum in diesem Land, was die Architekturproduktion angeht. Ich finde, die Konzepte, die beschrieben wurden, auch besonders von Florian, das ist sozusagen ein Erbe, und viele Architekten, oder ich würde sagen die allermeisten im Moment, fahren sozusagen mit diesem Erbe im Reservetank noch die letzten Meilen, und der Motor beginnt zu stottern, ne? Und ich weiß nicht, ob man noch den Schwung hat, und einfach nur, weil die Straße relativ glatt ist. Aber ich möchte sagen, dass ich finde, es gibt der wirtschaftliche Boom und die Tatsache, dass wir alle bauen dürfen und dass es uns gut geht, überdeckt eine tiefe Krise, in der die Architektur im Moment steckt. Ja, dem kann man ja gar nicht widersprechen, oder? Das ist natürlich so, aber
Savas, vielleicht kann ich nochmal einhaken. Du hast dich gegen dieses Everything Goes verweigert und da sträuben sich dir die Nackenhaare irgendwie noch, diese Beliebigkeit. Und gleichzeitig habe ich aber schon noch das Gefühl, wie Thomas, dass es gerade so eine Aufbruchsstimmung gibt und man nach mehr und nach einer höheren Komplexität sucht, aber vielleicht ist es nicht mehr Everything Goes, sondern es ist aber schon eine Suche nach einem Mehr. Die Frage ist, gibt es da was zwischen und ist jetzt die Diskussion eine von solchen Zwischentönen? Also vielleicht muss es ja nicht die eine, das Minimalismus oder Everything Goes sein und wenn die Frage ist dann, wenn die Suche dahin geht oder wenn euch das interessiert, wo pendelt man sich da ein? Ich empfinde die aktuelle Architekturproduktion als ein ziemliches Everything Goes. Wenn ich an Typen wie Bjarke Ingels denke, der so banale Sachen macht, ne, und mit zwei Diagrammen erklären kann und es sieht irgendwie einfach aus, ne, dann, dann sind wir bei der quietschfidelen bunten Ente, ne? Wie du es genannt hast, blaue Ente, ne? Blaufink. Die Architektur der Postmoderne hat sich, und auch Venturi ganz am Anfang und später immer, hat sich der Stadt zugewandt. Ne? Die Moderne hat die Stadt vernachlässigt und ab den 60ern ist die Stadt ins Thema gerückt. 66, Complexity and Contradiction und Architectura della Città von Aldo Rossi. Und wenn ich mir heute so diese Wohnungsbauwettbewerbe in Zürich anschaue, ne, wo du ein Treppenhaus machst am besten 5 Wohnungen um das Treppenhaus, dann hast du einen sternförmigen Körper und dann verteilst du den noch 6-mal auf einer Wiese. Ne? Da bist du wieder beim modernen Siedlungsbau und okay, der Grund ist toll, aber der Stadt bringt es nichts. Ne? Und ich glaube, da kann man dann schon noch mal was lernen von Venturi und Rossi und Diener und auch Herzog de Meuron, weil da ging es darum, die Sachen auch zu verbinden mit dem, was da ist und gleichzeitig aber auch eben aufzuladen. Und ich glaube, es geht wirklich um eine ernsthafte Suche nach einer Architektur, nach einer städtischen Architektur und nicht nach einer, ja, und wenn man die ernsthaft betreibt, dann kommt man mit der Reduktion, glaube ich, einfach nicht mehr weiter heutzutage. Ja, aber das ist ja, also die Freiheit, die wir erlangt haben, die wollen wir nicht zurückdrehen, oder? Und ich denke, dass die, wenn ich jetzt zum Beispiel wandern gehe und ein einfaches Gebäude, eine Scheune sehe, dann möchte ich nicht jetzt in den Konflikt kommen, ja gut, das ist jetzt einfache Architektur, wo ist da der Widerspruch? Also was ich sagen wollte ist, dass diese Überbetonung von dieser Komplexität natürlich nicht unbedingt auch alles ist. Ich bin mit dem Beispiel von dieser Hütte, der man begegnet, auf dem Spaziergang total einverstanden. Aber das ist genau der Punkt. Wenn wir heute einen Auftrag bekommen, so ein kleines Mehrfamilienhaus hier 4 Kilometer von hier entfernt in Binningen zu errichten, dann wissen wir, dass es ein Haus, das Budget ist knapp, das wird ein Haus mit Außendämmung sein, mit Styropor, 20 cm Styropor und wenige Millimeter Putz. Ein einfaches Haus zu bauen mit diesen Bedingungen ist eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe. Ein Minimum an Würde, an Menschenwürde dieser Architektur abzugewinnen, das ist eine kulturelle Herkulesaufgabe. Und ich glaube, dass wir gemerkt haben, zumindest das ist sicher eine persönliche Entwurfserfahrung, dass wir diese Körper, diese würdelosen, verputzten Styroporkisten, dass wir die aufladen müssen und dass wir sie nicht aufladen können mit einer Sinnlichkeit eines Materials, weil es uns nicht mehr zur Verfügung steht, sondern dass wir sie aufladen müssen mit architektonischer Sprache. Und zwar mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, vielleicht ist es lackiertes Blech, vielleicht ist es Aluminium, vielleicht ist es, sind es Holzmetallfenster. Und es ist dieses Missverhältnis
von der Bauindustrie, welche Materialien sie uns zur Verfügung stellt, und der Sprachlosigkeit der Architektur, das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube schon, dass man heute ein Haus bauen kann, ein wunderbares Holzhaus bauen kann, aber die Mehrzahl der Produktion setzt uns dieser anderen Welt aus. Und mit der müssen wir eigentlich uns auseinandersetzen. Ich glaube, musst du vielleicht mal ein bisschen eingreifen, weil ich glaube, es geht im Moment zu einer Generalkritik über die Architektur und es gibt so ein good versus bad. Ich glaube, das ist meine Frage. Also die Frage ist doch, was hat das Ganze mit der Postmoderne zu tun? Und das verstehe ich jetzt im Moment nicht mehr. Also jetzt wird im Moment so ein bisschen die Postmoderne herangezogen als Heilsbringer oder als Reservoir für eine nicht normative Architektur. Ich glaube, das ist genau falsch, das so zu sehen. Und ich glaube, meine Schwierigkeit, warum ich hier heute Abend Schwierigkeiten habe, so sitze, ist, dass ich den Spannungsbogen von damals, von den 80er Jahren, ins Heute, also das, was du als Aktualität beschreibst, nicht so ganz verstehe, weil das würde die Postmoderne reduzieren, weil die Postmoderne ist eher in ihrem Bezug zur Vergangenheit zu betrachten und auch zu definieren, ja, wenn man das, weil sonst reden wir über ästhetische Prinzipien und da bin ich relativ wenig daran interessiert, darüber zu reden. An dieser Stelle, also über die Postmoderne. Da kann ich sagen, ja, pinkes Blech gefällt mir nicht so gut wie gelbes, aber also das würde dann, das, ich finde, das ist so ein bisschen aber wenn ich versuchen würde zu übersetzen, dann, und ich eben auch gesagt habe, wie die Postmoderne als Versuch eines Korrektivs der modernen Architektur gesehen haben. Und ihr habt jetzt immer wieder gesagt, ihr habt jetzt auf die Schweizer Architektur Bezug genommen, dann ist natürlich die Minimalismusphase der 90er ganz stark und hat die Architektur beherrscht. Und ich glaube, es passieren jetzt wieder ein Aufbruch und eine Korrektur. Ob wir die jetzt vergleichen können mit der, wie die Postmoderne auf die Moderne reagiert hat, das weiß ich auch noch nicht. Das ist vielleicht jetzt auch unsere Frage. Ich glaube aber schon, dass es gerade eine Antwort oder ein Ausbruch aus der selbst auferlegten Reduktion des Minimalismus gibt. Und mich würde interessieren, in welche Richtung das geht. Und ich glaube nicht, dass das einheitlich ist, aber ich glaube, da findet was statt. Ja, aber dort behauptest du implizit, dass die Postmoderne ein avantgardistisches Projekt ist. Nein, und das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eher Ausdruck einer gewissen andauernden Hilflosigkeit. Ja? Und das finde ich, also ich glaube nicht an den Bruch. Aber gib uns mal ein paar Stichworte, dann du sagst jetzt, dass wir das nicht in Bezug setzen können. Also was ist dann denn die Postmoderne, wenn nicht diese korrigierende, erweiternde Leistung die in Bezug auf die Moderne? Was? Ja gut, sie ist korrigieren, aber sie ist kein Bruch. Also zwischen Bruch und Korrektur, finde ich, gibt es einen Unterschied. Also ich glaube, es ist schon eine Reaktion, ja. Es ist also du magst es als Befreiung, aber Befreiung von was bezeichnen? Also ich glaube nicht, dass es eine Art von Bruch gibt, den es vielleicht in der Moderne, den man vielleicht in der Moderne irgendwie ausmachen kann. Sowohl in der Postmoderne als auch heute, meinst du jetzt beides mal? Da gebe ich dir recht, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Schlingerkurs mit 80er Jahre, dann wieder Postmoderne, weil der Begriff Post immer ein danach meint und damit einen Bruch suggeriert. Ich habe das gleiche Problem mit dem Terminus, weil ich diese Definiertheit des Bruches auch nicht sehe. Da gebe ich dir absolut recht. Ich kann es vielleicht nochmal ganz persönlich aus unserer Sicht kommentieren. Wir haben gemerkt, dass aus unserer Sicht die Faszination mit der Würde des Materials und die Möglichkeiten, Material als Träger von Wahrheit in der Architektur einzusetzen, dass das in der Schweiz im Moment an eine Grenze gestoßen ist. Und das hat was zu tun mit den sich verändernden Bautechniken, mit der Dämmung, mit dem vielschichtigen Bauen, das Nachdenken über ein geschichtetes Gebäude, das nicht als das erscheint, was es ist, oder die Erscheinung ist etwas anderes, als was es im Inneren ist, das ist uns zur Grundbedingung geworden in der Planung. Und das hat sich tatsächlich in den letzten 10 Jahren nochmal dramatisch verändert. Und
Wir haben den Schluss daraus gezogen, dass das, was man an der Oberfläche sieht, die Erscheinung des Gebäudes, dass das der Träger der architektonischen Wahrheit ist. Der Wahrheit in Anführungsstrichen eines jeden Projektes. Und das heißt, dass das Verhältnis zwischen Form, Konstruktion und Material sich für uns, wie wir heute bauen, total verändert hat. Und das heißt, dass die Rahmenbedingung uns eigentlich praktisch in eine Richtung getrieben haben, wo Architektur sehr stark als Sprache gesehen wird, wo die sprachlichen Mittel bewusst eingesetzt werden. Aber wieder, was hat das mit der Postmoderne zu tun? Das hat Rainer Benham bereits in den 50er Jahren gesagt, als er über die Tiefe der Oberfläche von Surfboards gesprochen hat. Das ist alles richtig, aber nur, was ist die Frage hier? Also ist das jetzt für dich ein Zeichen der 80er Jahre? Das würde ich jetzt gerne wissen. Das hast du gesagt, die Wahrheit? Nein, das ist nicht, auf die 80er Jahre kann ich das nicht beziehen, sondern ich kann es auf das beziehen, was begonnen hat, als plötzlich James Stirling 1959 mit dem Gebäude in Leicester für die Ingenieursfakultät plötzlich Versatzstücke moderner Architektur sehr, sehr bewusst eingesetzt hat als sprachliche Mittel. Und alle haben gedacht, es gibt jetzt eine Art neues, modernes Gebäude, aber in Wirklichkeit war es etwas anderes. Es war ein sprachliches Manifest einer neuen, überbewussten, vielleicht sogar manieristischen Sprache. Und seitdem können wir, glaube ich, nicht mehr zurück und sagen, dass wir bewusst Architektursprache naiv betrachten, sondern wir wissen, dass Architektursprache gesprochen wird und aus Worten, aus einer Grammatik besteht, die wir immer wieder neu formulieren müssen. Und ich sehe uns, und damit schließe ich alle ein, eigentlich in so einem kulturellen Rahmen, dass wir alle in diesem kulturellen Rahmen agieren. Und den würde ich postmodern nennen, aber in einem ganz weiten Sinne. Also ich glaube extrem, was du sagst, irgendwo, es hat halt stattgefunden und wir sind jetzt wie die Generation, die das so aufgewachsen ist, gesehen hat, mitgekriegt, Complexity and Contradiction gelesen hat, wie Ada Louise Huxtable geschrieben hat, you will never see the world the same again. Es ist irgendwie einfach so und es ist für uns, glaube ich, einfach eine Möglichkeit, wie du sagst, es gibt den Kontext der Stadt, des Bauplatzes, aber es gibt den kulturellen Kontext und irgendwo ist es einfach, glaube ich, viel spannender, wenn du den mitdenkst, wenn du das zulässt und offen bist dazu und ich glaube, irgendwo habe ich keine Angst davor, von dem her, ja, ist es wie, es macht es komplizierter, aber ich glaube, ich bin da offen dadurch. Ich glaube, das ist genau das, was die 80er Jahre, glaube ich, irgendwann nicht mehr getan haben. Sondern es gab eben, also die Texte über die 80er Jahre sind deswegen so interessant, weil es dort um Architektur geht. Und es geht aber gleichzeitig geht es auch irgendwann nur noch darum. Ja? Also wenn du von einem kulturellen Kontext redest, irgendwann gab es genau immer nur noch diese Selbstvergewissung aus sich selbst heraus. Ja, wenn man Silvetti liest, das ist ein wunderschöner Artikel, den sollte jeder lesen, über die Kritik von innen. Ja, also wie die Architektur selber als kritisches Moment genutzt wird, um sich selber ja, zu vergewissern, zu lokalisieren, weil eben dieser, wie uns alle sagen, dieser kontinuierliche Raum fehlt ja, und nicht mehr da ist, aus welchem Grund auch immer. Aber uns der Architektur fehlte irgendwann dieser kulturelle Kontext und schon gleich zweimal der politische Kontext. Ja, und worüber redet dann die Architektur? Natürlich über sich selber. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt zum Beispiel heute ganz großartig finden. Weil in den 90er Jahren zum Beispiel, wenn man über die 80er Jahre redet, ihre Aktualität, muss man vielleicht auch über die 90er Jahre reden. Es gab einen ganz anderen Mechanismus der Relevanzmachung der Architektur in den 90er Jahren. Ja, und vielleicht das, was wir vielleicht auch ein bisschen kritisieren hier, ist, dass die Architektur nicht mehr aus sich selber heraus arbeitet, ja, sondern für etwas verantwortlich gemacht wird. Ja, siehe Biennale 2016. Ja, und diese Überinstrumentalisierung der Architektur, die sich kaum mehr dann auf einmal mit sich selber beschäftigt, die ist vielleicht, glaube ich, etwas, was ich jetzt zum Beispiel für mich sagen kann, was ich eindeutig zum Beispiel in den Texten und Pamphleten der 1980er Jahre finde, jenseits eines einer ästhetischen Präferenz.
Nochmal, ich habe am Anfang diese Frage gestellt und ich möchte nochmal nachhaken. Die Frage vom Kollektiven versus dem Individuellen. Und du hast, glaube ich, Alex, in deiner Antrittsvorlesung gesagt, dich interessiert diese Reibungen zwischen diesen zwei Dingen, die scheinbar als Antipode erscheinen. Und das ist schon was ich finde, das heute zu formulieren, greift auf etwas zurück, was auf postmoderne Philosophie zurückgeht, auf genau die Lyotardsche Behauptung vom Ende der großen Erzählung, dass wir in einer Welt von so vielen individuellen Weltbildern und Erzählungen zerfallen sind, wie wir Menschen auf der Erde haben. Und da kam doch dann die große Krise der Architektur. Wie soll die mit diesen vielen Wahrheiten überhaupt noch irgendwas herstellen? Die Frage der Stadt, der Gemeinschaft, was ist dann überhaupt noch die Basis? Und ich glaube, das ist jetzt eine Behauptung aus dem, was wir in den letzten Monaten uns mit beschäftigt haben, dass viele dieser postmodernen Bezugnahmen auf die Geschichte und die Suche an die Anknüpfung an die eigene Tradition eigentlich nur versuchbar, dieser schrecklichen, unendlichen Vielfalt von Möglichkeiten auszuweichen und auf etwas zurückzurudern, in dem sie noch Halt finden konnte. Das ist jetzt eine Psychologisierung von allen postmodernen Architekten. Nein, man findet den Halt, wenn man an Kanons der Vergangenheit anknüpft. Man findet auf einmal Halt, wenn man wieder sich an eine Kontinuitätslinie von der griechischen, römischen Antike, okay, über die Renaissance, den Klassizismus bis zu Robert Stern zieht. Findet man ja Halt, weil man dann auf einmal sich dieser schrecklichen Komplexität dieser philosophischen Wirklichkeit ausklinken kann. Ja. Und dieses Dilemma ist doch nicht gelöst. Ich habe das Gefühl, man hat dann einfach nur ein bisschen Richtung Kanon, auf die man sich wieder zurückgekrebst ist, versucht da zu retten. Und jetzt ist aber doch immer noch die Frage im Raum von dieser individualisierten Gesellschaft. Die Diskussion in der Politik, die wir hören, Leitkultur versus heterogener Gesellschaft. Das ist doch die gesellschaftspolitische Ebene von dem, was jetzt, glaube ich, wir parallel gerade jetzt für Architektur diskutieren, oder? Aber ich finde dein, wie du es beschrieben hast, total interessant, dass du gesagt hast, dass die, du hast praktisch den Postmodernen vorgeworfen, sehr nett, dass sie eine gewisse, dass sie eine gewisse Naivität besitzen, indem sie sich versuchen, historisch zu verorten oder zu vergewissern und darin Halt finden. Ich weiß nicht genau, ob man es nicht auch genau umgekehrt sehen kann, weil ich habe im Moment das Gefühl, dass es eher hier im aktuellen Diskurs und vor allem auch in der Produktion eher so eine Art naive Moderne gibt, ne? Eine Moderne, die sich als Kanon begreift und auch allgemein bis in die letzten Haarspitzen der Provinz als neuer Volksstil angenommen wurde. Und dass diese Moderne ein ganz enges Korsett ist an Kanon, das so unglaublich verinnerlicht ist, dass wenn man an einem Schulhauswettbewerb teilnimmt mit 75 Teilnehmern, dass dann 74 diesem Kanon folgen, ne? 74 Teilnehmer. Das ist ziemlich schockierend, also das schlägt jede Statistik, ne? Also, und damit meine ich, dass deine Konstruktion eigentlich aus dem Blickwinkel einer Spätmoderne erfolgte, dass du einen Zaun ziehst um den Kanon dieser Spätmoderne und alles, was dahinter liegt, ist in diesem Dschungel, in diesem vormodernen Dschungel, das dient nur der Selbstvergewisserung. Ich bestreite nicht, dass Teile der Postmoderne in einen ziemlich miesen neokonservativen Strom eingemündet sind. Das ist ja auch eine Realität. Aber die Architektur als eine Art Abenteuer zu sehen, ein kulturelles Abenteuer, das auch in die tiefen Räume der Zeit eindringt, das finde ich wäre die schönste Version der Postmoderne. Ich habe natürlich mit dem Statement vorher auch übertrieben. Und grundsätzlich ist in allem, was man sich anschaut in der Phase, findet man immer
die Widersprüche, man kann sie genau widersprüchlich auslegen. Man kann behaupten, dass die Postmoderne, das hat, glaube ich, Jenks gemacht, eine neokonservative Wende eingeleitet habe in der Architektur. Oder man kann sagen, sie hat mit der Avantgarde eine Öffnung und damit ein Feuerwerk neuer Ideen hervorgebracht. Man kann genau beides argumentieren, ich könnte beides. Uns interessiert eher das Öffnende. Das ist das Ding, warum wir den Begriff und das Thema aufs Tapet tun und auch glauben, dass dieses öffnende Potenzial, und deswegen nenne ich euch die jungen Wilden, nicht so toll, oder? Aber das ist, dass ich glaube, dass ihr etwas öffnen wollt, dass ihr mit eurer Arbeit dem jetzigen Zustand etwas hinzufügen wollt. Und das ist das, was uns eigentlich interessiert. Und das sind verschiedene Sachen. Da kann auch wieder dann gleichzeitig Kontinuität von Dingen betont werden. Auch das kann wieder wie etwas Neues hervorbringen. Und es können Brüche sein oder Reibungen, die artikuliert werden. Ich finde, junge Wilde klingt schon ganz cool irgendwie. Für das, dass wir alle so um die 40 sind. Oder? Ich glaube auch, dass dieses Öffnende das ist, was uns am meisten interessiert. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe am Wochenende nochmal den Katalog von Presence of the Past 1980, die erste Architekturbiennale von Paolo Portoghese in Venedig, durchgeblättert. Ich habe mir alle Projekte angeschaut und ich würde sagen, 98% ist einfach Mist, was da drin ist. Ne? Und 95% von den Architekten, die da drin sind, hat niemand in diesem Raum jemals den Namen gehört. Ne? Und das ist irgendwie diese Postmoderne, die Leute alle verteufeln, die schwach war, die voller Ironie war, distanziert zur richtigen Architektur und zum Leben und irgendwie auch ohne Ernsthaftigkeit mit all diesen gläsernen Wolkenkratzern, die dann noch hochgeschossen sind später. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht die Postmoderne, die irgendeinen von uns hier vorne interessiert, oder? Und am Ende... Die schon, ne? Ja, das wundert mich auch nicht. am Ende geht's um die Qualität in der Architektur. Ne? Und davon, ich glaube, das ist neben dem, dass man versucht, Dinge zu öffnen, geht es darum, möglichst gute Sachen zu machen mit den Mitteln, die wir heute haben. Ne? Das ist ein bisschen allgemein gesagt, aber... Der Weise. Der wilde Weise. Willst du was dazu sagen, Florian? Ich fühle mich, insgesamt habe ich mich bis jetzt nie so als postmoderner gefühlt. Ich beginne es jetzt so mitzudenken, über was da gesprochen wird, und was ich sehr schätze an der Postmoderne ist, dass so dieses Antiheroische, das hat auch eine Bescheidenheit, und das geht auch vielleicht zurück auf deine erste Frage mit dem Städtebau und Individuum. Ich meine, wir hatten wahnsinnig viele Probleme mit Stadtbildkommissionen. Wir stehen jetzt so mit unserem Bau für das Außerordentliche, wobei auch dort, wir wollten eigentlich Dinge zum Ausbringen in Relation zur Stadt. Da gibt es halt einen großen Park vorne dran und wir konnten den Eckturm. Wir haben das schon wir haben das nicht aus individuellen Gründen, ich baue jetzt da einfach einen großen Turm, sondern die Argumente, die haben wir in der Stadt gesucht für diese Form. Und ich denke, das haben auch vor der Postmoderne, wie ich vorher erwähnte, vor 100 Jahren sehr viele Leute gemacht. Es war einfach eine ausdrucksstärkere Architektur. Und in dem Sinne stimme ich Thomas bei. Ich bin auch ein absoluter Kritiker dieser absoluten Verflachung und Vereinfachung. Ich verstehe aber auch Savas, dass es wunderbar schöne, einfache Dinge gibt. Ich will mich auch nicht als Postmoderner bezeichnen. Ich finde meine... In dem Sinne bin ich wieder postmodern, weil ich mich für ziemlich viele Dinge interessiere. Aber ich glaube, was mir am meisten gefällt, ist so das Antiheroische, so dass dieser Zugang.
diese Suche nach, nach Utopien in der Realität. Ich suche natürlich heute vornehmlich die Zukunft. Ich sitze ja hier nicht, ich beschäftige mich im Büro generell weniger mit der Vergangenheit. Ich habe diese Bücher manchmal vor mir, aber bei der Arbeit beschäftige ich mich mit der Zukunft. Jetzt will ich auch noch gerne eine nette Sache über die Postmoderne sagen. Also ich finde diese Öffnung, das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich meine, es bleibt jedem selbst überlassen, wie weit er sich öffnet. Das muss man nicht, da muss man nicht 30 Jahre zurückgehen. Was ich aber schon auch finde, ist, und dafür gibt es kein deutsches Wort, das, was die Amerikaner oder die Engländer als Counterintuition bezeichnen, also das, im Deutschen wird das mit widersinnig übersetzt, ja? Aber was, was das Englische als gegen die Intuition bezeichnet, ja? Das ist, glaube ich, etwas, was man schon auch irgendwo entdeckt in dieser Zeit. Und das finde ich irgendwie auch, und das kann man vielleicht als spielerisch bezeichnen, aber das ist vielleicht nicht so ganz das, was es trifft. Aber wirklich gegen die, also es ist auch nicht gegen die Norm, ja, vielleicht ist es genau das Normative, was dann auch gegen die Intuition arbeitet. Aber so dieses sich seinen eigenen kleinen Gegner suchen und dann dagegen zu arbeiten, das finde ich etwas, was ich glaube in unserer Arbeit, was uns einfach Spaß macht und was ich auch finde, was in der Lehre eine Art von didaktischem Modell zum Beispiel auch ist, ja, also das ist, eine Gegnerschaft aufbaut, oder? Also das und dadurch in der Lage ist, etwas zu argumentieren und etwas zu artikulieren in Bezug zu etwas anderem. Und das ist etwas, was die großen Meister, von denen hier geredet wird, alle auch irgendwo meisterlich beherrscht haben. Also ich weiß nicht, ob die Architektur spricht oder ja, welche Sprache sie spricht, aber ich weiß, dass sie sich zum Beispiel auch irgendwie, dass sie immer auch eine Reaktion ist auf etwas, auf einen Kontext, auf einen kulturellen Kontext und vielleicht auch manchmal auf einen politischen Kontext. Aber dieses Reagieren, ich glaube, das ist schon ein Prozess, den man sehr schön, fast lehrbuchartig an manchen Projekten ablesen kann aus dieser Zeit. Du hast jetzt das eigentlich noch ein Stichwort gegeben, das wäre mir wichtig, dass wir das zum Abschluss der Runde vielleicht nochmal diskutieren, der Begriff der Narration, das Einfügen oder das Arbeiten mit narrativen Elementen in der Architektur. Wir haben uns da recht dran abgearbeitet die letzten Wochen, weil wir das sowohl gesehen haben, aber eigentlich oft nicht verstanden, wer eigentlich da was wem erzählen möchte. Und es ist ja die Riesenkritik im Raum, dann, mit der dann auch ja die Architektur Postmoderne irgendwann mal von der Platte geputzt wurde, dass diese Narration eigentlich nur eine dumme Geschwätzigkeit gewesen wäre, dass alle durcheinander geredet haben, aber eigentlich keinen Dialog und auch schon gar keinen Diskurs geführt habe dort. Und das ist für mich jetzt ein Riesenfragezeichen. Ich glaube, in allen Präsentationen kam dieses Moment der Narration vor und dass ihr das wichtig findet, dass die Architektur diesen Moment hat und ich finde das auch spannend, aber bin gleichzeitig genauso verzweifelt, weil ich auch da die Frage nicht beantwortet habe, wer sagt eigentlich dort was zu wem? Also ich glaube, für mich ist es gar nicht so konstruiert, dass man sich überlegen muss, was ist die Narration, sondern jedes Projekt hat wie seine eigene Geschichte. Und einmal ist die Narration eher aus dem direkten Kontext etwas oder aus dem Programm auch. Also ich glaube, für mich ist es jetzt irgendwie, vielleicht bin ich jetzt da naiv inclusive, aber ich glaube, für mich jedes Projekt hat eine individuelle, spezifische Geschichte. Dies dann wieder in Narration, im Dialog mit dem kulturellen Kontext. Ja, ich glaube, dass ein gutes Projekt für mich hat immer eine Geschichte, ja. Aber die muss man gar nicht konstruieren. Die im Glücksfall ergibt die sich automatisch. Ich finde auch, ich finde die Narration im Projekt verstummt aber ab einem gewissen Punkt. Wenn der Autor weg ist, wenn die Zeit vergeht, wenn der erste Mieter gegangen ist, dann ist vielleicht sehr viel vergessen. Was dann bleibt, ist noch die Architektursprache. Und das ist ein Unterschied, ne? Zwischen Architektursprache und Narration. Die Architektursprache ist eine Sprache, die
ein Zuhörer braucht. Das ist ja das Schöne, man kann in den Häusern vorbeigehen und man kann sie ignorieren, das ist wirklich super, ist viel, viel besser als Musik. Oder man kann sich die anschauen, man kann in ihnen leben, man kann sie erfahren. Und dann kann man sich öffnen gegenüber einer Architektursprache. Ich finde, die Narrative ist ein Punkt, den kann es auch geben. Aber ich finde, die Narrative in der Architektur, das, für mich ist das immer, ist es ein Schritt, den die Architektursprache in Richtung Manierismus macht, in eine Richtung, wo die Architektursprache sozusagen über sich selbst bewusst nachdenkt. Und ich finde, das ist eine Möglichkeit, die ich sehr interessant finde, aber nicht eine Notwendigkeit für Architektur. Muss ich jetzt das Schlusswort? Nein, die wissen auch noch was. So viel gelacht, ich finde, da soll schon noch was kommen da. Beantworte, gib du das letzte Statement zu der Frage und dann öffnen wir noch zum Publikum. Wer zu wem spricht, das weiß ich jetzt auch nicht, aber letztendlich ist ja bei jeder Arbeit an einem Projekt, und da werden alle hier wahrscheinlich mit zustimmen, geht es darum, eine gute Idee zu finden oder irgendwie eine Antwort auf eine Frage. Wir stellen uns ja nicht die Fragen selbst, sondern es ist der Bauherr, das Bauprogramm oder die Gesellschaft, die in irgendeiner Weise einen Kontext bietet, und darauf finden wir eine Frage, die natürlich mit dem zu tun hat. Und da kommen wir zu einem Realismus, oder? Und zu einem Kontext, dem wir uns ja gar nicht entziehen können und auch nicht entziehen wollen. Und darüber hinaus bereichert sich natürlich die Arbeit mit verschiedenen Ideen. All das, was Thomas gesagt hat, das sind ja lauter Sachen, die immer mitschwingen. Aber letztendlich ist es für uns wichtig, dass die Arbeit, wir verstehen sie auch als kulturelle Praxis, natürlich etwas mit der Gesellschaft zu tun hat. Also dieser Aspekt ist uns wichtig. Oder? Aber vielleicht gleich nochmal ein, was ich war ja als Gastkritiker in deinem Studio an der ETH, Alex. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war da sowas wie im Raum, wie dass man gewisse Narrationen oder das Gebäude als Charakter aus dem Programm zum Beispiel, was die Aufgabe ist, durchaus übertreibt, im Wissen, dass das Gebäude nachher sowohl andere Bewohner hat, als auch andere Funktionen annehmen wird. Aber diese Narration, die dann zwar abgekoppelt ist, von der dann jeweiligen Nutzung, dass die bleibt und einen Mehrwert darstellt, den du, wo du auch eine Emphase drauf setzt. Und das würde mich jetzt gleich noch interessieren. In der Hinsicht sind wir eigentlich eher romantisch als postmodern, oder? Also das ist das, also dass die Idee des Charakters und der Komposition. Ja, das ist etwas, was im 19. Jahrhundert durchexerziert wurde. Also Rowe hat diesen Text geschrieben, Character and Composition, und das ist über das 19. Jahrhundert, das ist nicht über die Postmoderne. Ich bin mit allem einverstanden, ja, ich verstehe das alles und ich wollte überall einen Haken machen. Nur, glaube ich, assoziieren wir das mit einer Zeit, die es nicht unbedingt verdient, damit assoziiert zu werden. Nicht unbedingt, ja. Also ich glaube, warum ging die Postmoderne schief? Nicht, weil sie versagt hat, sondern weil sie so populär wurde. Ja, sie ist an ihrem eigenen Erfolg gescheitert, weil sie kommerziell so einfach, ja, jeder Developer hat das angenommen. Und das sind aufregende Geschichten. Ich glaube, da kann man auch extrem viel von lernen. Also ich möchte jetzt einfach nicht nur mit vollem Eifer da irgendwo hineinspringen oder mich da parkieren lassen, weil ich habe da schon Reservationen. Also die haben wir. Ja, eben hat wahrscheinlich jeder hier. Die teilen wir, oder? Also vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Was mir auffiel, als du, Jörg, angefangen hast, ist die allgemeine Einbettung in die Zeit, in der wir leben, die sich ja immer noch als postmodern versteht, und diese vielen Geschichten, die erzählt werden, und diese Überlagerung, die in fast allen Künsten stattfindet, und doch irgendwie die leichte Verwunderung, jedenfalls von meiner Seite, dass in der Architektur immer noch gemeint wird, dass man die Postmoderne überwinden kann. Können wir scheinbar, die anderen können es nicht. Und dass wir es schaffen, noch eine Geschichte, eine einfache Geschichte zu erzählen.
können die anderen auch nicht mehr, wir können das scheinbar. Und was ich auch irritierend finde, ist, in allen anderen darstellenden Künsten, sonstigen Künsten, findet Selbstreflexion statt. Aber in der Architektur haben wir das Gefühl, wir müssen immer noch das eine Wahre erzählen und es darf keine Doppelbödigkeit geben. Und insofern kann ich mich jetzt wiederum anschließen, wieder was Nichtiges gesagt. Ich finde aber, dass die Postmoderne viel zu früh ad acta gelegt worden ist in der Architektur. Und die anderen Künstler haben auch Probleme gehabt. Ich war jetzt vor kurzem und habe in Luzern Raumtheater gesehen. Das hat mich völlig begeistert. Ich habe das Gefühl, da haben uns die Theatermacher fast abgehängt in der Produktion von neuen Räumen. Es ist vielschichtig, es ist komplex, es ist dynamisch. Und wir versuchen immer noch sozusagen einer so modernen Chimäre nachzulaufen. Das kann ich da mich sehr gut dem Kollegen anschließen. Und ich finde das eigentlich bedenklich. Ich habe mich heute darauf gefreut, dass wir sagen, wir wollen wieder in mehr Sprachen sprechen, Architektur ausprobieren, vieles ausprobieren, die ganze Bandbreite, das ganze Spiel spielen und nicht das kleine halbe Spiel. Wer möchte darauf antworten? Charlotte. Ich glaube, wenn man als Architekt spricht, dann spricht man aus der Erfahrung des, würde ich sagen, jetzt noch kleineren Büros heraus, wo man da sitzt und an Projekten arbeitet und nicht aus einer Vorstellung von einer Allmachtsfantasie, wie die Welt nun auszusehen hat. Also das kann ich zumindest von uns sagen. Und es ist aber zugleich für uns unglaublich wichtig, an der Schärfung von eigenen Positionen zu arbeiten. Und die Tatsache, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, wir begrüßen Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Vielstimmigkeit und alles. Aber was ich nicht begrüße, ist eine Art von Plankton. Wir möchten keine Gesellschaft haben, die wie Plankton ist, wo alles sozusagen, wo sich alle erkennbaren Einzelteile völlig auflösen in ein weißes Rauschen. Ich glaube, es wäre fantastisch, wenn man eine vielstimmige Gesellschaft hätte, wo einzelne Positionen aber ganz klar hervortreten. Und ich hatte den Eindruck, dass das eigentlich die gemeinsame Grundlage war von der Diskussion und nicht sozusagen einer vielstimmigen Gesellschaft wieder eine Stimme aufzuoktroyieren. Weitere Fragen aus dem Publikum? Oh, jetzt muss ich schauen, ob das Kabel so lang ist. Also ich hätte mehr einen Kommentar, das durchaus wie eine Frage verstanden werden kann. Sie hatten Fredrik Jameson erwähnt. Und also wenn man auch das Heft konzipiert, was Peter Folger, der auch sich zu Fredrik Jameson in seinen Karteien also mit ihm beschäftigt hat, und interessant ist, was Jameson zu der Postmoderne sagt, ist, dass das eine Reflexion des politisch-gesellschaftlichen Gefüges sei, beziehungsweise eine Möglichkeit zur Reflexion darüber. Gleichzeitig kritisiert er das und spricht über die Tatsache, dass die Architektur es sich etwas bequem gemacht hat oder etwas direkt darauf reagiert hat und die Differenz ausgeschlossen hat. Das heißt, die Reflexion ist sozusagen 1:1.
Wenn wir jetzt im Sinne der Frage der Archithese darüber nachdenken, warum könnte die Postmoderne aktuell noch sein heute oder ist es das, wäre meine Frage, was gilt es zu reflektieren und inwiefern gibt es diese Möglichkeit einer differenzierten oder einer verschobenen Reflexion im Sinne von Frederick Jameson, der sich für diese Lücke stark machte, die Lücke, die die Möglichkeit der Reflexion überhaupt aufmacht. Also die Architektur hat nicht die Funktion, die Gesellschaft zu reflektieren, auch nicht zu normieren, auch nicht zu genesen. So kam auch der Impuls der Postmoderne. Aber was ist es, dass das heute zur Debatte gestellt wird? Wer übernimmt das? Ihr werdet so still. Also vielleicht lege ich da sogar nochmal nach, oder? Was unsere abschließende, sehr gesellschaftspolitische Frage nach dem Heft war, ist die Balance von einer Gesellschaft, die den Anspruch hat, möglichst viel Individualität zuzulassen und gleichzeitig eine gemeinsame Basis hat, auf der sie operiert. Und diese Frage, die haben wir bei allen architektonischen Diskussionen, die damit einhergehen, ist für uns die zentral übrig geblieben ist. Und die ist für mich höchst postmodern, weil das ist genau die Frage, die meiner Meinung nach die Philosophie der 60er Jahre aufgeworfen hat. Meine Liebe zu Jane Fonda kommt vielleicht daher, ja? Also weil auf dem einen Bild sehen wir eine sehr stark politische Diskussion, also in einem politischen Spannungsfeld, Vietnamkrieg und so weiter. Und 84 sitzt sie einfach ganz zufrieden auf ihrer Gymnastikmatte. Und ich glaube, das ist, also ich sehe das eigentlich ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass die Diskussion in der Postmoderne oder in den 80er Jahren eine politische war. Sie war eine kulturelle, ja. Also es heißt nicht, dass das Kollektiv flöten gegangen ist, sondern das Kollektiv hat sich anders definiert. Das hat für mich die Architektur auch gemacht und das macht die Architektur für mich auch so interessant, ja? Weil ich muss sie nicht mehr in den 80ern unbedingt auf den direkten politischen oder kulturellen Kontext referenzieren, um sie zu verstehen, sondern ich verstehe sie auch so, ja? Weil sie eben diese Bindung eigentlich für mich nicht hat in den 80er Jahren. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es den Transfer erlaubt. Ja? Es muss der Vietnamkrieg nicht gerade laufen, um die Architektur zu verstehen. Ja? Blöd gesagt. Aber so ein bisschen ist es so, oder? Also die Referenzierung in ein Lokal, in einen direkten kulturellen Kontext, die fand eigentlich wenig statt. Und das geht dann eben weiter und das ist eine interessante Diskussion über die Autonomie oder wie es Hayes sagt über Architektur als kulturelles Projekt oder als Projekt der Autonomie einer Form. Ja? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, aber ich glaube, da war die Postmoderne schon in einer gewissen Art und Weise entschieden, dass sie sich eher für das Selbstreferenzielle entschieden hat. Ja, und damit natürlich auch für das Selbstkritische irgendwo. Aber natürlich, Selbstkritik ist ein moderner Begriff, ist kein postmoderner Begriff. Aber die Selbstreflexion und diese immer wieder, wer bin ich, was bin ich, warum bin ich hier, ja, das ist schon aufregend auch. Und ich meine, da sind wir nicht anders als diese Zeit. Also gerade wenn man uns als junge Wilde bezeichnet, so wild bin ich, glaube ich, gar nicht. Aber wir fragen uns natürlich in der Zeit auch genau so, was bin ich, wo will ich, wo bin ich und wo will ich hin. Und deswegen ist für uns natürlich diese Zeit auch sympathisch. Und das ist vielleicht auch das Antiheroische, ja? Nicht genau wissen, wo ich bin und wer ist mein Feind. Das heißt, dann wäre der Begriff einer kritischen Moderne ein, den du viel mehr begrüßen würdest, sowohl bezogen auf die 70er, 80er als auch auf heute, und dann wäre es eine Architektur, die nicht versucht, Antworten zu geben, sondern die eigentlich noch weitere Fragen stellt. Ja, ich glaube, dass die größte Architektur in
danke euch ganz herzlich für eure Beiträge. Ich bin froh zu merken, dass es kontrovers bleibt. Auch das ist eben etwas, was wie Beobachtungen von uns bestätigt. Und ich denke, es lohnt auch, diese Kontroverse weiterzuführen. Und auch deswegen fand ich jetzt auch dein Schlusswort super, Alex, dass du sagst, es geht eigentlich um Fragen. Es geht nicht darum, Antworten zu definieren oder einen Gesellschafts- und kulturellen Zustand zu benennen und auf den die Klappe zu finden, die den Deckel zumacht, sondern eigentlich das Rad, was dreht, vielleicht eine Runde weiter zu drehen. Ich danke euch allen ganz herzlich. Ihr seid alle eingeladen zu unserem kleinen Appell.